Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ich muss mal wieder am Sound rumdrehen, bevor es losgeht. Dum -dum 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 -dum. Ich habe den Mikrofonständer jetzt nicht mehr. Bums. Ich werde bald wieder einen neuen haben, der dann kompatibel ist mit dem Mikrofon, aber naja, ja. Es gibt erstmal eine Menge zu erzählen. Wo wir gerade mit dem Zeug, wo wir gerade mal wieder anfangen, ne? Erste Sache. Es wurde ein Hyrule Warriors angekündigt, was die Vorgeschichte von Breath of the Wild zeigt. Es kommt November raus. Ich werde es mir natürlich holen. Aber ich werde es erst nächsten Monat vorbestellen. Und wir werden es eventuell spielen. Ich weiß nicht, das kommt zum Release-Zeitraum der PS5 raus rum. Ich weiß nicht, ob ich dann Zeit haben werde, das am Release zu spielen. Also, mal gucken. Nächste Sache. Boah, ey, aufnehmen wird immer schwerer, ey. Es geht mir inzwischen total auf den Geist. Ja, das ist einfach. Es ist. Ich habe das Gefühl, meine Familie versteht nicht so ganz, worum es mir hierbei geht. Und ja, generell hat wenig Verständnis für das, was ich hier mache. Also, das ist halt, dass es ein gutes Hobby ist, dass mir das Spaß macht. Und vor allem, ich mache zu wenig für die Uni. Nein, ich mache nicht zu wenig für die Uni. Die Uni macht zu wenig für mich. Ende. Und da gibt es auch nicht irgendwas anderes, das zu argumentieren. Ich habe jetzt Ferien. In den Ferien muss ich nicht was für die Uni machen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Ferien. Und nein, das ist nicht nur Vorlesungsfreizeit. Das sind tatsächlich Ferien. Auch wenn vor allem mein Vater das nicht akzeptieren will. Das heißt nicht umsonst Ferien. Vorlesungsfreie Zeit gibt es zu Weihnachten. Das ist vorlesungsfreie Zeit. Ferien gibt es immer nach der Klausurphase. Ja, während der Klausurphase ist vorlesungsfreie Zeit, damit wir uns darauf vorbereiten können. Ja, aber die Klausuren dürfen auch nur bis zu, also auch nur in einem bestimmten Bereich angesetzt werden. Also ich glaube, bis diese Woche war das. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Auf jeden Fall meine, die Klausuren dürfen, glaube ich, bis einen Monat nach Ende der Vorlesung angesetzt werden. In der Zeit hat man Klausuren. Und ich glaube, 3 Wochen vor Beginn der nächsten Vorlesungszeit dürfen Klausuren angesetzt werden. Irgendwie sowas. Dazwischen sind Ferien. Ja, heißt es, jetzt habe ich offiziell Ferien. Und falls er das nicht glaubt, er soll das gerne mit dem Dekan der Uni ausquatschen. Das ist mir vollkommen wurscht. Ja? Und auch in der vorlesungsfreien Zeit, es ist nicht in der Sache, dass wir da ein Eigenstudium betreiben oder sowas. Sag mal. Da geht's nicht hin. Oh mein Gott, sieht jetzt ein Strich von woran die Grafik schlechter wird? Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Das ist auch, glaube ich, nur an. Das ist doch hier so. Ja, hier oben ist es nicht mehr so. Gehe ich die Treppe wieder runter? Taucht der Strich wieder auf. Auf der Treppe? Ist der Strich nicht da? Lol. Okay, komisch. Da ist der Strich. Lol. Okay, das ist voll merkwürdig. Das ist wirklich voll merkwürdig, ey. Okay. Ja. Und ich wollte das einfach mal sagen. Also wenn es irgendwie zu Problemen mit dem Aufnehmen kommt und mal keine Videos kommen, es liegt daran, dass ich mache das jetzt seit so vielen Jahren und gefühlt kein bisschen Anerkennung dafür. Ich meine, ich mache es jetzt seit so vielen Jahren. Und immer, ich habe immer andere Sachen vorgestellt, ja?
Und das werde ich auch weiterhin machen. Uni ist natürlich wichtiger, aber nicht in den Ferien. In den Ferien ist Uni überhaupt nicht wichtig. Ja? Uni ist wichtig, aber nicht so wichtig ist... Das war schon zur Zeit so. Ja, Uni ist wichtig, Schule ist wichtig. Das sind alles wichtige Sachen. Aber sie sind nicht so wichtig, dass ich deswegen meine Hobbys aufgeben würde. Das wäre ja Schwachsinn. Meine Hobbys und der ganze Rest, wie ich meine Freizeit gestalte, wie ich mich benehme, all solche Dinge machen mich als Mensch aus. Und ich werde doch nicht für die Uni oder für die Schule ändern, wer ich bin. Ist doch Schwachsinn. Würde ich nie machen. Werde ich nie machen. Ja? Es ist teilweise so, dass ich in meinen Videos oder mit den Zuschauern vom Discord, da kann ich teilweise offener reden als mit meiner Familie. Weil die es einfach nicht kapieren. Und die wollen es auch nicht kapieren. Denen ist das nicht wichtig. Und ja, ich werde weiterhin mein Bestes geben hier und ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Jetzt quatschen wir erstmal. Wir gehen nach oben. Quatschen mit Riju. Ich habe dich schon erwartet. Du brauchst das nicht zu sagen. Als Königin der Gerudo spüre ich die Macht, die von unserem heiligen Erbe ausströmt. Wie du sehen kannst, bin ich noch jung. Meine Untertanen verehren mich. Aber sie lieben mich, wie man ein Kind liebt. Ich sehne den Tag herbei, an dem ich mir ihren Respekt als Anführerin verdient habe. Als das heilige Erbe gestohlen wurde, war das die größte Schmach, die ich mir vorstellen konnte. Doch dann kamst du zu uns. Die große Urbosa muss deine Schritte geleitet haben. Nun gut, bitte gib mir den Helm. Wie sehe ich aus? Ich kann dein Gesicht nicht sehen. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. Ah, kaum ruft man dich, schon bist du da. Du bist nicht umsonst ihr Leibwächter. Tut mir leid, dass ich dich hier antanzen lasse. Sie hat den ganzen Tag pausenlos gearbeitet. Kein Wunder, dass sie todmüde ist. Und? Wie läuft es? Kommst du einigermaßen mit ihr aus? Ich verstehe. Aber sei ja bitte nicht böse. Sie hat's nicht leicht. Jedes Mal, wenn sie das Schwert auf deinem Rücken sieht, zerreißt es ihr das Herz. Die missratene Tochter von Hyrule nennt sie sich. Keine Sorge, es ist natürlich nicht deine Schuld. Dieser große Druck, so lange verfolgt er sie schon. Um die Kraft des Siegels zu erlangen, war sie von klein auf zu spirituellen Übungen verpflichtet. Einmal saß sie so lange in einer kalten Quelle, dass sie krank wurde, ein hohes Fieber. Aber trotzdem blieb ihr die Siegelkraft verwehrt. Um sich nicht gänzlich nutzlos zu fühlen, fing sie an, die Titanen zu erforschen. Sie ist ein gutes Mädchen. Und deshalb müssen wir ihr helfen. Besonders du. Es ist frisch geworden. Ich fürchte, ich muss sie wecken. Hm? Ah. Hier.
Was ist? Bist du so überwältigt? Sag schon, steht er mir? Er steht perfekt. Wirklich? Während du nach dem heiligen Erbe gesucht hast, hat sich Varna Boris an eine andere Stelle bewegt. Bald ist vielleicht schon unsere Stadt in Gefahr. Als Königin, als Gerudo, muss ich ihn um jeden Preis aufhalten. Wirst du mir dabei zur Seite stehen? Ja, natürlich. Es ist schon seltsam. Der Kampf steht uns noch bevor, aber durch dieses eine Wort habe ich keine Angst mehr. Ich gehe schon einmal vor. Wir treffen uns auf dem Ausguck im Südosten der Stadt. Wir können uns nach Boris nur auf Sandrobben nähern. Der Ausguck ist zwar nicht weit von der Stadt entfernt, aber zur Übung könntest du mit einer Sandrobbe dorthin kommen. Ich werde dort mit meiner geliebten Hofrobbe Patricia auf dich warten. Ah. Aber er ist schon etwas groß. Okay, Donner-Titan, Varna Boris. Ja! Wir wissen ja, wie das mit den Sandrobben funktioniert. Hat garantiert keiner was gegen, wenn ich hier so lang fliege. Und mich erstmal ein bisschen vernünftig ans Ziel wieder. Ey, wieso bin ich so müde? Naja, ich trinke literweise schwarzen Tee. Also einen Liter pro Tag, das ist eventuell... Ja. Keine Ahnung, warum ich jetzt müder bin, nachdem ich den Tee getrunken habe. Das ist auch sehr bemerkenswert. Bis vor einer halben Stunde muss ich nicht gähnen und jetzt muss ich ständig gähnen. Gott, ist sehr voll merkwürdig. So. Das ist jetzt eine Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jemanden so Kleines schickt. Und du willst es wirklich mit dem Titanen aufnehmen? Aber gut, wenn die Königin die Chance gewählt hat, muss es einen guten Grund dafür geben. Die Königin wartet auf die Spitze dieses Ausgucks. Hoch mit dir. Erst die Kiste öffnen. Ein Gerudo-Bogen mit Halbbacke plus, naja, besser als nichts. Zack, zack. Ich lasse mal die Sandlaufhose noch an, eventuell müssen wir noch weiter über den Sand laufen. Kletter hoch. Oho, das ist also deine wahre Gestalt. Ein Anblick, den man in unserer Stadt höchst selten sieht. Siehst du ihn? Varna Boris direkt vor deinen Augen. Aber um zu diesem Ungetüm zu nähern, brauchen wir Sandtropfen. Bist du bereit? Jo. Das ist sehr gut. Zuerst müssen wir mit Hilfe von Sandrobben näher herankommen. Ich übernehme dabei die Führung. Wenn sich dir eine Gelegenheit bietet, greif seine Füße mit Bombenpfeilen an. Namoris bewegt sich mit Hilfe der Kraft der Erde fort. Wenn wir diese Verbindung kappen, können wir ihn stoppen. Aber pass auf, die Blitze, die er verschießt, sind tödlich. Selbst wenn dich nur einer davon trifft, kann das dein Ende sein. Der Donnerhelm wird dich vor den Blitzen beschützen, aber seine Reichweite ist begrenzt. Wenn du dich zu weit von mir entfernst, bist du den Blitzen schutzlos ausgeliefert. Vergiss das bloß nicht. Was noch? Wenn du verletzt wirst, kehre zu diesem Ausguck zurück. Versprich mir das. Keine Alleingänge. Ich habe ja ein paar Bombenfelder. Es sind nicht viele, aber du kannst sie gerne verwenden. Reicht. Ich frage dich noch ein allerletztes Mal. Bist du bereit? Jo. Kurz Weißband. Stell dich besser ein wenig weiter von mir weg. Mein Name ist Riju.
die rechtmäßige Thronfolgerin der Gerudo. Die Zeit ist gekommen, die Kraft unseres heiligen Erbes zu nutzen, um Varna Boris zu besänftigen. Urmütter der Gerudo, beantwortet mit eurem Donnerhall meinen Ruf. Das ist also die Kraft des heiligen Erbes. Ich bin erfüllt von seiner Macht. Wie kannst du damit sehen? Jetzt mal ehrlich, da ist eine Maske vor deinem Gesicht. Los geht's! Urbosa, bitte beschütze Link und mich. Man hört sie reden. Lol. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Mein Gott, ist das schwer. Ein Schrein ist in der Nähe, na, das ist doch toll. Aber wir müssen Daroks Schirm haben, damit dürften wir vor einem Treffer durch die Blitze geschützt sein. Falsche Pfeilart. Gut. Weit hierher. Gut. Nutzen wir die Chance. Wir können es schaffen. Wir haben es geschafft. Ging schneller als erwartet. Der Rest liegt an dir. Ich habe nicht die Kraft, Navoris zu bändigen. Nur du kannst diese ganze Sache zu einem guten Ende bringen. Link, ich zähle auf dich. Okay. Dann buscheln wir jetzt noch für ein paar Minuten an dem Titanen rum. Bevor wir dann im nächsten Part, nehme ich mal an, hier damit fertig werden. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet.
Sieh an, wer sich da mal wieder blicken lässt. Ich habe immer gewusst, dass du eines Tages hierher kommen würdest. Ich wette, du willst Naboris Ganons Kontrolle entreißen, oder? Dann solltest du als erstes die Karte suchen, die dir den Aufbau dieses Relikts verrät. Das da ist der Leitstein, der die Daten der Karte beinhaltet. Dort musst du hin. Alright. Oh, 100 Leben, jetzt habe ich immer Angst vor dir, Junge. Bisschen Daroks Schirm ausschalten. Ich müsste eventuell Zeugs zurücklenken können. Ist hier unten noch irgendein Auge? Nein. Ah, ich erinnere mich wieder. Ich weiß wieder, wie der Bosskampf war. Ha. Schickerstein erkannt. Karte wird aktualisiert. Du hast nun Zugriff auf die Steuerung des Titanen. Ja, man kann den Innenraum drehen. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Gut gemacht. Sieh sie dir einmal an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Vanaboris regeln. Um Naboris zurückzuerobern, ist es notwendig, alle von diesen Kontrollsiegeln zu lösen. Das wird sicher nicht einfach, aber... wenn einer es schaffen kann, dann du. Alles klar. Wie viele gibt es? 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Na, guck mal, einer. Ach nee, du bist der. Genau. Du bist der Meisterstein, den man am Ende aktivieren muss. Wo dann der Boss auftaucht. Bombenfeldinhalt, das könnte doch auf alle Fälle hilfreich werden. Nerv nicht, Junge. Danke. Wir machen erstmal da drüben auf. Eine antike Feder. Wow. Okay, ah, man kann die verschiedenen Rollen drehen. Guck in der Schau. Hier ist der erste Leitstein drin. Na dann.
heißt, wir nehmen jetzt einen Shortcut nach oben. Ja. Wozu haben wir Revalis Sturm? Doppelte Drehung. Da oben ist er. Und dann müssen wir da irgendwie hin. Und jetzt werden wir ein zweites Mal Revalis-Sturm. Ja. Gott, ist das praktisch. Das vereinfacht das sehr. Damit können wir das ganze Ding jetzt von hinten. Schickerstein erkannt. Noch 4 Kontrollsiegel. Auf dich ist Verlass. Damit können wir das Pferd jetzt von hinten aufzäumen. Nerv nicht. Weg ist der Matsch. Wo kommen wir von hier aus jetzt hin? Wenn wir hier oben sind. Doch eigentlich der einzig sinnvolle Ort ist hier. Das Ding dreht sich dabei nicht. Okay, interessant. Na okay, dann würde ich an dieser Stelle jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Oder? Aber wir drehen das Ding nochmal. Damit wir wissen, was passiert, wenn da unten der Strom geleitet wird. Ah, okay, der muss überall nach oben. Verstanden. Ja, dann würde ich sagen, lade ich mal Revalis Sturm wieder auf fürs nächste Mal. Dann können wir da hoch. Oder können wir. Ach, können wir glaube ich auch so. Können wir glaube ich das so. Wir gehen dann nochmal kurz nach oben hin. Zack. Schickerstein erkannt, Steuerungseinheit kann nur nach Lösen aller Kontrollsiegel hochgefahren werden, habe ich mir gedacht. Okay, wir gehen hier nochmal hin. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.